Wir haben ja schon so ultra viel mit so Raspberry Pis gebaut. Ja, zum Beispiel zuletzt hier unsere eigene Spielekonsole. Und waren gerade ein bisschen im Internet unterwegs und haben einfach Bauteile für eigene Roboter gefunden. Ohne Scheiße, so geil, als ich das gesehen habe. Einfach direkt so einen eigenen Roboter bauen. Das wollten wir schon so lange machen, hatten keine Ahnung wie. Das wird geil. Oh! Kein Projekt ohne irgendwelche stressigen Bugfixes. LOL, Junge, seid ihr Boston Dynamics oder was? So, Raspberry Pi und unsere Bauteile sind da. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das Ding aussehen wird, weil das ist ja schon später so groß. Passi dachte übrigens, nach Next Level sind wir irgendwie professionell und hat jetzt hier so ein halbes Set hingestellt, wo wir das jetzt ein bisschen zusammenbauen. Ich weiß nicht, warum? Ist schön. Okay. Dann machen wir mal nicht so breit. Doch. Fuck, wir brauchen ein Messer. Ja, das lag doch hier schon. Warum hast du es denn weggeräumt? Ach du Schande, da sitzen wir ja übermorgen noch dran. Müssen wir das anmachen auch? Weil auf den Bildern ist es ja black. Okay. Ach du. Let's go, Alter. Hey, da ist ein Schraubenzieher mit drin. Das ist der Mod. Hier sind die ganzen Motoren. Sieht nicht danach aus, als wenn hier Batterien bei wären. Och nee. Ja, wie fangen wir jetzt an damit? Gibt's eine Anleitung? Oh, das ist ja 1:1 Scaleplan. So groß wird's. Es ist groß. Hier ist so eine Karte. freenote.com/tutorial. Das ist doch ein Meme jetzt, oder? 404 Error not found. Ich raste aus. Bevor wir jetzt anfangen, irgendwas reinzubauen, packe ich erstmal das System auf den Raspberry Pi. Software ist auf dem Raspberry drauf. Anleitung ist ausgedruckt. Und wir haben Batterien. Endlich. Die haben wir nämlich vergessen. Ich verstehe keine einzige Seite bisher. Ist super. Zuallererst machen wir die Servomotorbasis. Ach du Schande. Wie klein sollen die Schrauben noch werden? Jetzt muss hier. Schraube. Oh nee, ich habe eine Schraube verloren. Ja, die musst du direkt abholen. Die ist in meinem Schuh. Oh, das ist das falsche Loch. Ja, lass jetzt mal unkommentiert. Komm, ich nicht mehr schrauben, die sind abgezählt. Ich teste nur. Mir fehlt einer. Hast du hier irgendwie rübergeholt oder liegt hier einer ziemlich? Kann auch sein, dass ich aus dem gerade eingegriffen habe. Basis steht schon mal. Da müssen wir jetzt noch 8 Mal in diesen Beinen hier machen. Wenn ich wüsste, wo du meinen gelben Schraubenzieher zum Wechseln hingelegt hast, hätte ich auch schon längst einen gehabt. Das ist das Problem mit Werkzeug in diesem Haushalt. Marius legt es einfach irgendwo hin. Ah, fuck, ich piek's mich die ganze Zeit an diesen Schrauben, weil ich dumm bin. Ah, fuck. Ja, das sah schmerzhaft aus. Klang auch schmerzhaft. Hier haben wir schon mal die Oberschenkels. Bruder, guck mal, wie es da weitergeht. Ach du. So, das hier sind die Hüften, sag ich mal. In jede Hüfte kommt dann irgendwie so ein Oberschenkelteil und daran dann das Bein. Dann macht es halt irgendwie so. Glaube ich. So, als nächstes sind wir wieder hier am Main-Ding und verbauen jetzt das Mod-Modul. Ah, schon ist fest. Boah, das wird so geil aussehen, Alter. Holy shit, guck dir das mal an, das ist ein Akkuständer. Nächster Tag, Batterien sind geladen. So, wir probieren das erstmal aus, ob das Ding überhaupt angeht. Ist an! Als nächstes installieren wir die Servomotoren. Zack, die sollen sich dann drehen. Okay. Boah, der wird laut werden. Der wird richtig laut werden. Jetzt sollen wir das Ganze umdrehen. Bum, bum. Nee, das ist seitenverkehrt. Die längere Seite vom Motor weg ist nach innen gezeigt. Wir haben genau falsch rum verkabelt. Wir haben links und rechts getauscht. Das kann natürlich sein. Ah, ich glaube, wir haben eine Sache richtig dumm gemacht gerade. Im Programm stand, do not pull the wires during the program is running. Fällt mir jetzt gerade ein, wo wir es machen. Und so richtig Caps Lock, das war so richtig wichtig. Und wir haben es genau gemacht. Oh! Dann neu starten und... Und hoffen, dass es geht. Scheiße, Alter. Programm ist neu gestartet. Wenn das jetzt nicht funktioniert, sind wir im Arsch. Wäre irgendwie passend. Nada. Ich würde trotzdem jetzt einfach mal nochmal verkabeln und weitermachen, gucken, was passiert. Ja. Und jetzt ist der hier auch richtig. Als nächstes kommen, glaube ich, die Füße dran, ne? Mhm. Geil. Die müssen sich jetzt auch wieder einmal bewegen. Also, bei mir bewegen sie sich ja nicht. Das bei mir bewegen die sich. Verstehe ich, aber ich kann nicht sagen, warum die sich bei dir nicht bewegen, weil die Polung ist richtig. Komisch. Was hast du gemacht? Ich habe keine Kabel rausgezogen. Oh, dieser Motor da zeigt nach da. Oh nee. Ich glaube, die sind wieder falsch. Die hätten von hier aus reingeschraubt werden müssen. Das heißt, die haben wir komplett umsonst gedreht. Und dann ist doch auch wieder gut. Dann ist es wieder so, wie wir es am Anfang einprogrammiert haben. Ah! Es gibt nichts, was ein Zeitraffer nicht reparieren kann.
30-fachen Umbau sieht das doch schon langsam nach was aus. Also in der Theorie sollten die Motoren alle jetzt richtig verbunden sein und laufen. Bin gespannt, ob das beim ersten Test funktioniert. Jetzt kommt die Technik, auf die ich mich auch besonders freue, und zwar das Gesicht. In diesem Gesicht haben wir einmal einen Ultraschallsensor, der halt Abstände messen kann, und darunter eine Kamera. Das ist quasi das Gesicht von unserer Spinne. Das Ding sieht doch mal geil aus, Alter. So, Moment der Wahrheit. Legen wir das mal kurz hier hin. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir das mal zum Laufen kriegen. Also wortwörtlich zum Laufen kriegen. Ich hoffe, das Ding fliegt jetzt nicht in die Luft, wa? Es geht an. Jetzt sollte sich das Ding das erste Mal bewegen. Oh, ich bin nicht aufgeregt. Program is starting. Bitte komm, Bruder. End of program. Ja. Geil, Bugfixing. Klappt mal wieder gar nichts. Kein Projekt ohne irgendwelche stressigen Bugfixes. Nie funktioniert einfach irgendwas so. Der einzige Anhaltspunkt, den ich jetzt direkt hätte, wäre halt die Geschichte mit dem Servomotor. Ja. Einmal den kompletten Pipe platt machen und dann alles neu verkabeln. Ja, geil. One more try. Ich hoffe, jetzt bewegt sich was. Oh! Oh, oh. Oh, 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 oh. Das sieht ungesund. Holy shit. Okay, also die Seite hier sieht ja gut aus. Aber was ist mit ihr los? Ich habe einen Fehler gefunden. Der kommt hier nicht weiter, der Motor. Aber warum? Hä? Weißt du noch, als wir uns gefragt haben, wieso man die Dinger erst anschrauben soll, nachdem die das erste Mal gezuckt haben? Weil die sich dann positionieren, dann soll man sie anbringen. Das heißt, wir müssen die Dinger nochmal abnehmen. Möchte ich das bei allem einfach nochmal sagen? Genau. Dann nochmal Versuch Nummer 3. Alle guten Dinge sind 3 und abfahren. Was macht er? Er sieht alles gut aus, bis auf dieses eine Bein da. Er soll sich ja aufstellen wahrscheinlich. Mhm. Das heißt, die Seite hier stimmt, das lockt er. Guck mal, das ist irgendeine Software-Scheiße. Digga, können die ihren Scheiß nicht programmieren? Muss ich da jetzt echt was... Oh. Wir müssen jetzt hier vorne ein bisschen an dem Python-Script rumprogrammieren. Hier sind ein paar Werte irgendwie nicht so gewesen, wie sie sein sollen. Wenn wir das jetzt speichern und dann ausführen... Ich finde, das sieht so funky aus schon, ne? Und jetzt stellt er sich richtig schön synchron hin. Das Problem haben wir auf jeden Fall schon mal in den Griff bekommen. Hier vorne sieht man den Batterieladestatus. Was auch funktioniert, ist die LED. Ultraschall haben wir auch schon getestet. Es kann piepen, ist auch ein Feature. Das, was gerade nicht geklappt hat, ist die Kamera. Problem an der Kamera ist, dass als wir die gerade getestet haben, auf einmal nichts mehr funktioniert hat und ich alles gerade wieder neu aufsetzen musste. Ich habe gar keinen Bock, das nochmal zu machen. Aber wir müssen natürlich testen. Kamera detektet immer noch nicht. Ich krieg eine absolute Macke. 3000 Mal weiter getestet und jetzt haben wir ihn mittlerweile schon so weit bekommen, dass er sich hinstellt, was übel geil ist und halt auch ein bisschen läuft. Zum Beispiel das Bein da vorne, das rumpelt und das kriegen wir auch nicht anders kalibriert. Deswegen unsere Vermutung ist, dass das Board, was quasi die Motoren steuert, eine Macke weg hat, deswegen muss jetzt erstmal ein neues besorgen müssen. Wo der Support auch schon gesagt hat, das schickt uns eins zu. Das ist übel geil, man hat auch einfach einen Live-Feed aus der Kamera. Und dann kann er mich angucken. Das Ding hat sogar Gesichtserkennung. Schau mal, der kann mich erkennen einfach. Hallo! Geil, guck mal, der kann es sogar unterscheiden. Ja, der kennt sogar beide. Random Feature, einfach nochmal so Face-ID in den Roboter eingebaut. So schlecht läuft der tatsächlich gerade gar nicht. Hallo! Jetzt kommt das Hardcore-Feature. Wollen wir trotzdem mal, auch wenn der noch nicht ganz läuft, connecten mit dieser App probieren? Robotic Application Activated. Oh! Ich den Bruder auch drehen. Ja, wie geil! Das sieht schon crazy aus. Hallo! Das ist schon geil. Was hast du denn jetzt gemacht? Hilfe? Oh! LED? Einfach mobile Disco. Hey, was machst du da? What the? Ist ja übel geil. Auch wenn er so ein bisschen humpelt, Fassi, ne? Lass ihn doch einfach mal ein bisschen testen. Und wenn das neue Board da ist, bauen wir das nochmal ein und machen nochmal auf dem Zweikanal-Video mit dem neuen Board. Bock? Ja? Cool. Breakdance, Alter. Der hat hier noch so einen Balance-Mode. Shut up. Der hat hier noch so... Bruder, der hat hier noch so einen Balance-Mode. Hä? Wie geil ist das denn? Digga! Yo! Oh Gott! Kommt der runter? Ja, ja, ja! Komplett Parkour einfach. Go! Ja!
Er ist am Kämpfen. Ah, er schafft das, oder? Der schafft das. Nein, nicht da lang! Nein. Vorsicht! Ja. Hat er geschafft? Krass. Glaubst du, er schafft es wieder runter? Alter, ist das geil. Ey, glaubst du, man kann dir auf seinem Rücken einfach was draufstellen? Safe. Digga, hast du echt ein Glas draufgestellt? Ja. Stressigstes Glas Eistee jemals. Aber guck mal, der Servomotor hält es aus. Ich habe hier so ein bisschen getroffen. Ja, aber hier habe ich einen Schwamm hingelegt. Alter. Du lebst besonders gefährlich, ne? Wir haben gerade Besuch. Ey, Simon. Hallo. Hast du Durst? Nö. Ja, das macht die Aktion kaputt, du musst ja sagen. Ja. Du hast Durst. Mega okay, gib mir was zu trinken. LOL, Junge, seid ihr Boston Dynamics, oder was? Ja. Jo. Ey, Ehrenmann. Ey, vielen Dank, Alter. Ihr müsst unbedingt mal so eine Choreo einstudieren lassen. Ey, ist das übel Bock. Oh nein. Ich hab ihn getötet. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Uns hat es mega Spaß gemacht, das Ding zu bauen. Ehre. Lasst ein Abo da. Wir machen jede Woche verrückte Aktionen. Und wenn das neue Borta ist, gibt es das Video auf dem 2-Channel. Dann braucht das Ding eigentlich nur einen Namen. Prost. Oh, Vorschläge in die Kommentare.